So, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und ja, Folge 38. Folge 36 gab es leider kleine Probleme. Die ist leider kaputt. Und ja, müssen mal gucken, dass wir jetzt hier James Kidd treffen. Letzte Folge war ja eine Verfolgungsjagd. Ihr habt eigentlich nicht so viel verpasst, aber ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier schnell wie möglich nach James Kidd kommen. Weggehauen. Na, lass doch die Leiter los, Edward. Ja, das Daylight-Wochenende ist vorbei. Und ich muss sagen, mein Gott, habe ich Angst gehabt und habe mir in die Hose gemacht. So, dann schauen wir mal, was James Kidd Hast uns ihn sagt. wieder verloren, was? Hi. Roberts ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also, wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed, für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Oh. Sonst entmanne ich dich auch noch. Mary Reed heißt sie. Und sie kann uns entmannen. Hält uns den Säbel im... Ja, hält uns den Säbel in den Genitalbereich. Das sah nicht sehr schön aus. So, 80% haben wir die Mission beendet. Ich hoffe mal. Oh, ein hübsches Bild mit dem Mond. Sieht toll aus. So, 1000 Real. 1000 Geld haben wir in Kingston. Und eine neue Trophäe. Ja. Dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, also Part 36 leider kaputt gegangen. Ich hoffe mal, dass die Folgen jetzt das Ganze überstehen. Ich nehme das am Montag auf. Ich habe mir da so ein bisschen Zeit gelassen mit. Ich habe jetzt vor kurzem ja ein paar Let's Play Together Battlefield Parts hochgeladen. Ich hoffe, ihr habt da Spaß, euch das anzusehen. Ist ganz lustig geworden. Wo müssen wir denn? Achso, da müssen wir hin. Uah. So. Ich bin mal gespannt, wann wir mal wieder in die Abstergo Hauptzentrale kommen. Oder halt mal das Sanatorium finden, was Edward hier finden will. Och, wie süß. Och, das Pärchen, das sitzt hier auf dem Steg und guckt sich die Schiffe an. Och, wie niedlich. Ein liebes Pärchen. Wollen wir mal nicht stören. Und schwimmen mal mit Edward zu unserem Schiff. Nicht Boot. Schiff. Denn da scheint die nächste Mission auf uns zu warten. Mein Gott, und wir sind denn schon bei. Wir sind schon bei Folge 38. Wahnsinn, 38 Videos schon. Die Nacht ist ruhig, nicht zum Ende, Sir. Rah, rah. Wie sich alle immer freuen. Captain ist am Steuer. Captain ist am Steuer, jawohl. So, diesen Ort verlassen, in Schnellreisemenü öffnen. Machen wir Schnellreisemenü. Ich bin da nicht so der Schiffsfahrer. Wo müssen wir denn jetzt hin? Schauen wir mal. Da müssen wir hin. Wir müssen nach Nassau. Okay. Wo ist jetzt hier die Schnellreise? Ah, da. Also kommen wir wieder zurück zu Edwards Heimat. Mal sehen, was uns da dort dann erwartet. Ist auch in Deutsch. Ja, Mittwoch gibt's Outlast im Stream. Dürft ihr nicht verpassen. 20 Uhr in der Let's Play Live Show. Das Whistleblower DLC.
Ich habe mich so ein bisschen beim Trailer vertan. Ich habe das Datum den 9.5. angegeben. Es tut mir leid. Aber ich werde wahrscheinlich dann den Freitag wahrscheinlich auch Outlast spielen im Stream. So, Nassau, Bahamas. Noch Januar ein? 1718. Oh. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Nein, wir arbeiten dran. Werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Muss mal ein klein wenig, bevor es jetzt weitergeht, mal eben ganz kurz die Einstellung ändern. Ein wenig den Sound anpassen. So. Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Tolle Musik mal wieder. Also hier gibt's nicht weiteres als wie Pisse und was war das andere nochmal? In der Mangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Was die Lady gesagt hatte? Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs juckt mich nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen? Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik, unsere Idee, ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein, aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher, denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Thatch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Okay. Mich dünkt, der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor zwei Jahren sank, hatte Medizin. Verschwinde hier. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brennst von eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Fan. Einverstanden. Ei. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Okay, wir müssen auf jeden Fall eine... Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben. So wie es aussieht, eine Tauchglocke bauen. Da müssen wir erstmal ein paar Vorräte und ein bisschen Geld wahrscheinlich beschaffen. Ja, das ist unser Missionsziel, eine Tauchglocke kaufen. Ja, dann gucken wir doch mal bei dem Händler fürs Schiff. Gemischwarenhändler, da müssen wir mal gucken, dass wir hier mal... Marry your service. So, kaufen. Dann schauen wir doch mal. Da, Tauchglocke.
5000 Real. Na, wie gut. Wir haben 8659. Das passt ja. Ja, die wollen wir kaufen. Quasi ein U-Boot des 18. Jahrhunderts. Aha. Okay, das ist wieder eine Möglichkeit, Nebenmissionen zu machen. Okay, da können wir halt dann anfangen zu tauchen auf der ganzen Karte, auf der ganzen Insel. Most satisfactory. So. Das war so, ja, so eine kleine Story-Mission, so ein bisschen ein paar Infos einholen. Vielleicht brauchen wir die Tauchglocke auch gleich. Werden wir sehen bei der nächsten Mission. Wie er da ins Wasser watschelt. Ich will nicht nass werden. So ein bisschen wie... Es sah ein bisschen aus wie Delson von Infamous. Der darf ja auch nicht nass werden, weil er nicht schwimmen kann. Alles ruhig bei der Bauchkarte. Sobald er ins Wasser fällt, ist er sofort vorbei. Captain ist am Ruder. Kann ich schwimmen? So, Schnellreise öffnen. Mal gucken, wo wir jetzt hinschippern müssen. Schauen wir mal auf die Karte. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass ich mir so ein bisschen immer teilweise das ersparen muss, das mit dem Schiff fahren oder segeln, nicht fahren. Sieht aber so aus, als müssten wir das machen. Wo bin ich überhaupt? Hallo? Wo bin ich? Ich bin in Nassau, ja, aber wo ist denn jetzt Nassau? Ach, hier, glaube ich, ne, oder? Ja, da bin ich. Und wir müssen dahin. Ja gut, das ist jetzt nicht so weit, das... da kann ich mir einfach mal so einen Markierungspunkt setzen und dann hinschippern. Ja. Dahin. Wahrscheinlich werden wir doch diese Tauchglocke benutzen, weil da in der Nähe ist nämlich was. Um das wahrscheinlich erste Mal zu testen und es beigebracht zu bekommen, wie es funktioniert. In See stechen möchte ich. So. Warum heißt es eigentlich in See stechen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht könnt ihr mir das ja sagen. So, ja, dann schauen wir mal. Wir müssen nach links segeln. Hoi. Jetzt fangen sie wieder an zu singen. Hoi, ja. Mal auf dem Weg wieder ein bisschen was aufsammeln. Da liegt wieder was im Wasser. Mann in Seenot! Jawohl! Toller Song, übrigens. Ich bin schon mal froh, dass wir keinen Sturm in der letzten Zeit so hatten. Jumps is a shark in this night row. Das nehmen wir noch mit und dann biegen wir rechts ab an der nächsten Insel. An der nächsten Insel bitte rechts abbiegen. Tja, Navigation gab es damals noch nicht so großartig, also Navis. Da sind sie halt nach den Sternen gesegelt. Ja, oder halt nach Karten, die es damals vielleicht gab. Und... Aber schön ruhige See. Angenehmes Segeln zum nächsten Missionspunkt. Und... Sir, von Steuerbord! Schiffbrüchiger im Wasser! Ja, Schiffbrüchiger im Wasser, den nehmen wir mit. Sieht schon toll aus hier. Man sieht nichts. Nur Wasser und der Horizont. Gib gutes Fleisch zum Aufspießen. Alle außer Großbergen! So. Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Und, ja, wie es hier jetzt weitergeht... wenn wir mal gucken, vielleicht werden wir hier den Fisch fangen in der nächsten Folge und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dann, ciao.
frisches Fleisch für uns, falls du triffst, Captain.